sei bei einem Gehalt von 2.850 Euro brutto nichts für uns. Das haben wir so noch nirgends gehört. Aber Ihre Beraterin findet, ein Riester-Vertrag ist richtig für mich. Wir finden Riester-Vertrag ganz gut, aber nicht zu jedem Kunden passt ein Riester-Vertrag. Und zu mir? Passt er nicht? Zu Ihnen passt gar kein Altersvorsorgevertrag. Ihr Einkommen ist zu gering. Wenn Sie sich zu dem verpflichten, dann nimmt es Ihre Luft zum Atmen. Und das war die Quintessenz unserer Beratung. Und das hat meine Mitarbeiterin Ihnen auch gesagt. Sie kennt noch die Aussage, nein, ich gebe Ihnen nichts mit, aber das ist nicht unser Stil unseres Hauses. Sondern wenn es Ihr Wunsch ist, dann gebe ich Ihnen etwas mit. Und das hat sie getan. Und das fand auch wenn es gar nicht nützlich ist für mich. Weil Sie gehen auch manchmal und kaufen Dinge, die Sie möglicherweise nicht brauchen. Aber es war Ihr Wunsch. Und der Wunsch unserer Kunden, den erfüllen wir. Warum eigentlich Beratung, wenn man von seinen eigenen Fehlern nicht abgehalten wird? Und natürlich macht Riestern bei fast 3.000 Euro Gehalt Sinn. Wir legen Verbraucherschützer Merten Larisch die Angebote vor. Bei allen Verträgen bekämen wir zu wenig Rendite. Der Grund: zu hohe Kosten. Aus den Unterlagen allein sind diese nicht klar ersichtlich. Laut Gesetzgebung ist das tatsächlich korrekt. Gebühren und Provisionen müssen erst später im Vertrag aufgeführt werden. Dann aber hat sich der Kunde meist bereits entschieden. Die wenigsten sind dann so mutig und sagen, Moment, jetzt lese ich hier, Abschlusskosten 2.300 Euro, ist das normal, 2.300 Euro? Vergleichen lohnt sich. Die Kosten reichen je nach Versicherung von 0,8 bis 14% der Vertragssumme. Zahlen muss immer der Kunde. Uns dämmert, von der Riester-Rente profitieren manchmal die Sparer, immer die Finanzkonzerne. Der Verbraucher merkt das oft erst, wenn es schon zu spät ist. Manche lesen dann eben in der Jahresabrechnung, wie hoch Kosten sein können. Ja. Was ist denn das für eine? Da muss ich mich doch mal erkundigen. So, und wir erzählen dem dann, ja, Altersvorsorge hat was mit einer Geldanlage zu tun. Geldanlage ist dann gut, wenn die Kosten gering sind. Das gilt auch für Riester. Und das einzige Produkt, wo bei Riester eben die Kosten günstig sind, ist der Banksparplan. Der Banksparplan, ist er die Lösung für die private Zusatzrente? Die Vorteile: Banksparpläne sind mit niedrigen Kosten verbunden. Solide Renditen sind möglich. Wer vorzeitig aussteigt, hat kaum Verlust. Aber auch beim Banksparplan schreibt der Staat eine ergänzende Versicherung für die Rentenphase nach dem 85. Lebensjahr vor. Die Tarife dafür stehen heute noch nicht fest. Viele Experten halten den Riester Banksparplan für eine sinnvolle Vorsorge. Bei einem Test quer durch Deutschland wollen wir dazu Angebote einholen. Berlin, unsere erste Station. Bieten Sie auch Riester Banksparpläne an? Ja, wobei eine Versicherung wäre noch besser. Auch in München besuchen wir 4 verschiedene große Banken. Wir fragen explizit nach Riester Banksparplänen. Keines der Institute bietet einen an. Teilweise wissen die Mitarbeiter mit dem Begriff nicht einmal etwas anzufangen. Und im Rheinland ist der Riester Banksparplan, zumindest im von uns getesteten Bankhaus, noch gar nicht angekommen. Bieten Sie Banksparpläne an? Bezüglich Riester im Augenblick noch nicht. Wir fragen uns, warum haben viele Banken offenbar kein Interesse am Verkauf von Riester Banksparplänen? Dieser Angestellte einer Stadtsparkasse sagt, die Sparpläne sind gut für den Kunden, aber schlecht für die Banken. Sie bringen wenig Profit. Deshalb würden Mitarbeiter unter Druck gesetzt, Kunden in andere Verträge hineinzuberaten. Das Bild Bankkaufmann hat sich völlig verändert. Zählen tut alles, was mit Provisionsertrag zu tun hat. Das heißt, die Berater vorne sind viel mehr Verkäufer sozusagen als Bankkaufleute. Ja, wir haben auch branchenfremde Kollegen. Es werden immer mehr. Tatsächlich richtige Verkäufer, die einfach gut verkaufen können. Das heißt also, gibt es da auch Vorgaben? Also muss ich so und so viele Kunden nach hinten schleusen sozusagen? Ja, es soll am Tag jeder Kollege 7 Ansprachen machen. Das muss an einem Tag erfolgen. Wenn nicht, dann muss am Freitag dageblieben werden und telefoniert werden, um nächste Woche diese Termine aufzuholen. Mit dem Ziel, den Kunden eine Versicherung zur Altersvorsorge zu verkaufen. Riester Banksparpläne dagegen werden nur von ganz wenigen Banken angeboten. Unser Informant würde seinen Kunden den Gang dorthin empfehlen. Das darf und kann er aber nicht. Und wenn ich jetzt zu Ihnen in die Bank gehe und sage, ja, ich habe gehört, es gibt ja diese Riester Banksparpläne, dann werden mir die abgelehnt.
Dann sagen wir, wir bieten keine an, aber wir haben andere Produkte und wir wollen Sie dann gleich in die Beratung bringen und Sie davon überzeugen, dass Sie unser Produkt brauchen. Ja, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will aber einen Banksparplan. Dann lehnen wir ab und sagen, Sie müssen zu einer anderen Bank gehen. Und zu welcher sagen Sie aber nicht? Nein, weil wir es offiziell nicht wissen. Die Stadtsparkasse München widerspricht ihrem eigenen Mitarbeiter. Vor der Kamera will man sich nicht äußern. Unsere Modellrechnung ergab, dass die Versicherungs- bzw. Wertpapier- und Bausparvariante deutlich höhere Verrentungserträge ergeben. Im Übrigen seien alle Mitarbeiter entsprechend qualifiziert. Zu den vorgegebenen Beratungsquoten äußert sich die Bank nicht mal schriftlich. Ortstermin bei einem, der sich mit Modellrechnungen auskennt. Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein hat eine Studie zu 10 Jahren Riester-Rente veröffentlicht. Er fand heraus, die Versicherungswirtschaft kalkuliert inzwischen mit extrem hohen Lebenserwartungen. Die angesparte Rentensumme wird auf sehr viele Lebensjahre verteilt. Wir haben uns einfach mal angeschaut, wie alt muss jemand werden, um eine bestimmte Zielrendite zu erreichen. Also wenn Sie sich vorstellen, wir haben eine Dame, die ist zu Beginn 35 Jahre alt. Die spart erstmal an. Und bis Alter 67 spart sie eine gewisse Summe an Geld an, sagen wir mal 10.000 Euro. Das ist kein so wahnsinnig großer Vertrag. Mit 67 geht's los, bekommt schrittweise eben Renten. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie genau 10.000 Euro Renten rausbekommen. Und da kann man jetzt nachschauen, wie alt muss sie werden, um das zu erreichen. Nach der alten Kalkulationsannahme, so wie in 2001, musste sie 78 Jahre alt werden, damit sie das, was sie einmal eingezahlt hat, auch rausbekommt. Wenn man sich jetzt die neueren Produkte anschaut aus 2011, da bekommt sie weniger Rente. Das heißt, sie muss, um das rauszubekommen, was sie eingezahlt hat, schon 90 Jahre alt werden. Okay. Wenn man überhaupt eine Inflationsbereinigung haben will, also Inflation von 2,5%, da landen wir dann bei 110 Jahren. Selbst Johannes Heesters hätte da eben keine Chance, inflationsbereinigt, das wenigstens rauszubekommen, was in den Vertrag eingezahlt wurde. Und angesichts dieser Ergebnisse müssen wir leider festhalten, dass das Projekt Riester gescheitert ist. Harte Vorwürfe. Inzwischen hat das Arbeitsministerium reagiert. In einem Gesetzentwurf werden Nachbesserungen und Kontrollen angekündigt. Gerne hätten wir mit Arbeitsministerin von der Leyen gesprochen. Ein Interview kam mit Hinweis auf Termingründe nicht zustande. Per Mail räumt man aber uns gegenüber ein, dass der Markt an Riester-Angeboten für Laien schwer zu durchschauen ist. Zitat: Hier gibt es inzwischen deutlich sichtbare Schwachstellen, an die wir ebenfalls herangehen. Wir wollen einen kurzen, leicht verständlichen Beipackzettel, in dem auf einen Blick sichtbar unter anderem das Risiko und die Kosten des jeweiligen Riester-Vertrages stehen. War das Projekt Riester ursprünglich eine gute Idee, die beim Kampf ums Geld unter die Räder geraten ist? Besuch beim Erfinder selbst. Walter Riester empfängt uns in seiner Berliner Wohnung. Wie sieht er heute die Rente, die seinen Namen trägt? Mir ging es immer darum, der breiten Bevölkerung die Möglichkeit zu eröffnen, durch gute Unterstützung zusätzliche Rücklagen fürs Alter zu machen, weil ich weiß, dass für viele die Rente allein nicht ausreicht. Also, dass wir so viele bewegen konnten, freiwillig ergänzend durch hohe Förderungen, diese Sparen zu machen, halte ich für einen Riesenerfolg. 15 Millionen Menschen riestern heute. Und würde es nach dem Arbeitsminister AD gehen, wären es nicht nur Arbeitnehmer. Ich wollte nie, dass es nur für Rentenversicherungspflichtige gilt. Das könnte sich in Österreich niemand vorstellen, in der Schweiz niemand vorstellen, unsere Nachbarländer zu nehmen, weil jeder Selbstständige verpflichtet ist, Rücklagen fürs Alter zu bilden. Nur in Deutschland hat man es nicht. Und ich wollte das damals auch fürs Riester sparen. Alle Menschen zahlen in den Rententopf. In der Schweiz funktioniert das seit Jahrzehnten. Deren Drei-Säulen-System gilt als besonders sozial. Neben der privaten und der für alle verpflichtenden betrieblichen Altersvorsorge gibt es auch hier die gesetzliche Rentenversicherung. Dabei spielt das Einkommen keine Rolle. Selbst ein Millionär muss 10% für die Rentenkasse abgeben. Dagegen gibt es für alle eine Mindest- und eine Höchstrente.
In Luzern treffen wir Hans Rohschürmann. Der Rentner ist 1966 von Essen in die Schweiz ausgewandert. Als Buchbinder gehörte er der Arbeiterschicht an und lebt heute dennoch gut. Ich sag mir immer, wenn ich Monatsende noch vor dem Portemonnaie habe, dann ist es genau das, was ich mir wünsche. Ne? Also nicht am 20. schon ein 5 lieber, sagt man hier, ne? Ein 5-Mark-Stück auf 20 Mark ziehen muss. Ne? Alleine durch seine betriebliche Altersvorsorge konnte er 220.000 Franken ansparen und kommt durch die gesetzliche Rentenversicherung inklusive Zulagen auf umgerechnet 2.200 Euro im Monat. Und als Rentner? Also, ich bin zufrieden. Ich habe den Vergleich jetzt mit den Verwandten in Deutschland, die mir jetzt gesagt haben, dass sie für eventuell um die Hälfte nur an Rente kriegen, obwohl sie die gleiche Arbeitsleistung haben wie ich. Das Schweizer Rentensystem hat in Deutschland keine Chancen. Aus verfassungsrechtlichen Gründen, obwohl damit hohe zweistellige Milliardenbeträge in die Rentenkasse fließen könnten. Mit der Schweizer Mindestrente hätte auch Erwin Dilk aus dem bayerischen Haag jeden Monat ein paar hundert Euro mehr. Er ist 69 und lebt in einfachsten Verhältnissen. Seine Rente heute 774 Euro. Abzüglich Miete, Medikamente, Versicherungen bleiben ihm 12 Euro am Tag. Erwin Dilk war Fernfahrer. Er hat in seinen 40 Berufsjahren fast durchgängig in die Rentenkasse eingezahlt. Hier ist aber kalt in der Küche, ne? Ja. Besonders, wenn der andere Ofen richtig brennt. Ja. Aber hier haben Sie keine Heizung hier drin, nee. Ne? Ja. Wenn der andere Ofen richtig brennt, dann hat sie da mit. Ein Unternehmer aus dem Nachbardorf bringt übrig gebliebenes Bauholz. Erwin Dilk kann sich keine Holzscheite leisten. Und zum Sammeln im Wald ist er zu alt. Mit 774 Euro Rente hat Erwin Dilk zu viel Geld, um vom Staat Hilfe zu bekommen. Das Bundesarbeitsministerium plant, die Renten für Menschen wie ihn in Zukunft auf 850 Euro aufzustocken. Bis dahin ist er auf Unterstützung anderer angewiesen. Vor einem Jahr kam Erwin Dilk in Kontakt zu einem Münchner Seniorenhilfeverein. Alle paar Monate fährt er nach München und darf auf Spendenbasis einkaufen. Die Gründerin des Vereins begleitet ihn in ein Schuhgeschäft, das ihr Sonderrabatte gibt. Eines von vielen privaten Netzwerken in Deutschland, die sich gegen Altersarmut stemmen. Passt gut. Also ich habe vor 8 Jahren den Verein gegründet. Da haben wir ungefähr Anträge gekriegt, sagen wir mal alle 2 Monate 3 Stück. Mittlerweile haben wir 3 Anträge am Tag von Leuten, die etwas benötigen. Ja, es ist traurig und vor allem uns umgeben jetzt Menschen auf der Straße, die irgendwann bestimmt auch in Altersarmut fallen, weil jetzt schon vorprogrammiert ist, dass es nicht besser wird. In 15 Jahren wird jeder 10. Rentner arm sein, so die Hochrechnung. Erwin Dilk reist zurück. Knapp 5 Euro kostet die Busfahrt, fast die Hälfte seines Tagesbudgets. Im Gepäck 3 Paar Schuhe, die er sich nie und nimmer selbst hätte leisten können.